Ich begrüße euch alle zur dritten Stunde. Wir arbeiten mit dem Buch Vitam aktuell, Stufe A1. Alle Informationen zum Sprachbuch findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Dritte Kapitel ab der Seite 24 heißt Vhotelu. Was bedeutet natürlich im Hotel? Wir beginnen gleich mit der ersten Seite, das heißt mit der Seite 24 in dem Kapitel. Ihr seht zuerst mehrere kleine Bildchen und darunter sind Begriffe. Die solltet ihr später zuordnen, also die Begriffe den Bildchen zuordnen. Ich lese für euch erstmal die Begriffe vor. Pokój jednoosobowy. Pokój jednoosobowy. Pokój dwuosobowy. Pokój dwuosobowy. Widok na morze. Widok na morze. Można płacić kartą kredytową. Można płacić kartą kredytową. Łazienka. Łazienka. Parking. Parking. Garaż. Garaż. Prysznic. Prysznic. Internet. Internet. Restauracja. Restauracja. W centrum. W centrum. Basen. Basen. Rowery. Rowery. Alle diese Begriffe könnt ihr natürlich im Teil Wortschatz überprüfen und nachschlagen. Wortschatz für die Lektion 3 ist ab der Seite 175. 175. Da wir uns noch recht am Anfang befinden, lese ich für euch erstmal die Begriffe aus dem Teil Wortschatz vor. Ich beginne. Pokój jednoosobowy. Pokój. Pokój dwuosobowy. Łazienka. Parking. Garaż. Prysznic. Widok na morze. Widok. Internet. Można płacić. Karta kredytowa. Widok ist eigentlich mehr Ausblick. Restauratia, Zentrum, Basen. Und im Punkt 2 haben wir noch einen Begriff, Rezeptia. Ich befinde mich jetzt auf der Seite 25, Punkt 2a. Das ist ein Dialog. Ihr habt natürlich auch ein Audiobeispiel dazu. Die Nummer ist 18. Ich lese zuerst den gesamten Dialog vor. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę pokój dwuosobowy z łazienką. Na jak długo? Na jedną noc. Chwileczkę, zaraz zobaczę, czy mamy coś wolnego. Tak, pokój numer 12. Ile kosztuje? 120 zł ze śniadaniem. Dobrze, może być. Paszport, proszę. Proszę to wypełnić i tu podpisać. Tu jest
Klucz. Dziękuję. Nie wszystko rozumiem. Może mi pani pomóc? Oczywiście. A gdzie można zaparkować auto? Przed hotelem jest parking. Dziękuję. Zum Dialog haben wir Begriffe. Poprosić. Długo. Chwileczka. Zaraz. Coś. Wolny. Wolna. Wolne. 12. Ile? Kosztować. 100. Złoty. Złota. Złote. Złote ist also zuerst auch als ein Adjektiv, golden, und dann aber auch Bezeichnung von der Währung, Złote. Und es geht weiter. 20. Ze. Śniadanie. Może być. Wypełnić. Podpisać. Klucz. Rozumieć. Może mi pani pomóc? Może mi pani pomóc? Pomóc. Zaparkować. Przed. Dowód osobisty. Schaut bitte jetzt noch einmal auf Punkt 2a. Ich lese jetzt wiederholt für euch den gesamten Dialog vor. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę pokój dwuosobowy z łazienką. Na jak długo? Na jedną noc. Chwileczkę, zaraz zobaczę, czy mamy coś wolnego. Tak, pokój numer 12. Ile kosztuje? 120 zł ze śniadaniem. Dobrze, może być. Paszport proszę. Proszę tu wypełnić i tu podpisać. Tu jest klucz. Dziękuję. Nie wszystko rozumiem. Może mi pani pomóc? Oczywiście. A gdzie można zaparkować auto? Przed hotelem jest parking. Dziękuję. Und jetzt lese ich noch einmal. Ich versuche jetzt etwas schneller zu lesen und nicht mehr wie ein Roboter. Mal sehen, ob ihr das verstehen könnt. Wir beginnen. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę pokój dwuosobowy z łazienką. Na jak długo? Na jedną noc. Chwileczkę, zaraz zobaczę, czy mamy coś wolnego. Tak, pokój numer 12. Ile kosztuje? 120 zł ze śniadaniem. Dobrze, może być. Paszport proszę. Proszę to wypełnić i tu podpisać. Tu jest klucz. Dziękuję. Nie wszystko rozumiem. Może mi pani pomóc? Oczywiście. A gdzie można zaparkować auto? Przed hotelem jest parking. Dziękuję. Eure Aufgabe ist, diese Dialoge auch selbstständig zu übersetzen. Jedoch werde ich euch noch in der dritten Stunde etwas helfen. Also worum handelt es sich dort? Die begrüßen sich zuerst natürlich. Guten Tag, guten Tag. Dann möchte der Gast ein Zimmer für zwei Personen mit Bad.
Die Frau fragt, wie lange für eine Nacht. Dann sagt sie, bitte einen Moment warten, ich gucke, ob wir was frei haben. Und dann hat sie was gefunden. Ja, sie hat ein Zimmer Nummer 12 gefunden. Und der Gast fragt, was kostet das? Das kostet 120 Złote mit Frühstück. Jo, und dann ist es okay. Und der soll dann Reisepass aushändigen und irgendwas aufschreiben, ausfüllen, unterschreiben. Dann bekommt er einen Schlüssel, bedankt sich, jedoch er versteht nicht alles, was er da ausfüllen soll und fragt, ob sie ihm helfen kann. So, dann fragt er noch, wo er den Wagen parken kann und sie sagt, vor dem Hotel ist Parking. Okay, das wäre es. Auf Seite 25 sehen wir noch auf der rechten Seite ein kleines Kästchen mit einem Modalverb muss, können. Konjugation ist ja, mogę, also ich kann. Du kannst bedeutet ty możesz. On, ona, ono może, also er, sie, es kann. My możemy, wir können. Ihr könnt bedeutet wy możecie. Und dritte Person. Oni, one mogą, sie können. Ich wiederhole. Ja mogę, ty możesz, on, ona, ono może, my możemy, wy możecie, oni mogą. Seite 26, Punkt 2b. Wir haben hier die Aufgabe, aus dem oberen Balken, so ein bisschen gelbbraun angemalt, richtige Begriffe auszuwählen und sie dann in den Dialogen unterzubringen. Wir haben hier A, B, C, D, E, also fünf kleine kurze Dialoge. Ich lese erstmal für euch alle Begriffe aus den oberen Balken vor. Die sind für euch schon, das ist eine Erleichterung, in der entsprechenden Form gezeigt. Das heißt, die Endungen sind schon richtig. Łazienką, tydzień, pokój, parking, śniadaniem, może, kosztuje, na, dziękuję, jest. Wir gehen die Dialoge zusammen durch. Ich bin bei Dialog A, das ist oben auf der Seite 26. Bitte zusammen mit mir lesen. Dialog A. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W czym mogę pomóc? Proszę. Hier müssen wir aus dem oberen Balken etwas raussuchen. Ich würde hier sagen Pokój. Also. Proszę. Pokój jednoosobowy. Przepraszam. Jaki pokój? Jednoosobowy. Na jak długo? Wir suchen wie den außen oberen Balken etwas passendes. Wir sagen tydzień. Also na jeden tydzień. Nie. Niestety mamy wolny pokój tylko na jedną noc. Na cały tydzień nie mamy nic wolnego. Szkoda.
Ich wiederhole jetzt alles schon zusammen mit den gefundenen Begriffen. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W czym mogę pomóc? Proszę, pokój jednoosobowy. Przepraszam, jaki pokój? Jednoosobowy. Na jak długo? Na jeden tydzień. Nie, niestety mamy wolny pokój tylko na jedną noc. Na cały tydzień nie mamy nic wolnego. Szkoda. In diesem Film helfe ich euch noch mit der Übersetzung. Wir hatten soeben schon die Übersetzung für dieses ganze Teil, also Punkt 1 und 2 gehabt und Punkt 3. Aber ich übersetze noch Dialog A. Guten Abend, guten Abend, wie kann ich helfen? Ich möchte ein Einzelzimmer haben. Entschuldigung, was für ein Zimmer? Einzelzimmer. Für wie lange? Für eine Woche. Und dann sagt sie, nein, es tut mir leid, aber wir haben nur ein Zimmer für eine Nacht. Für die ganze Woche haben wir nichts. Und dann sagt der Gast, schade. Nun sind wir jetzt bei dem Dialog B. Przepraszam, ile kosztuje pokój jednoosobowy? 114 złotych. Z łazienką? Tak, oczywiście. Ze śniadaniem? Niestety nie. Śniadanie kosztuje 20 złotych. Gdzie jest parking? Przed hotelem. Ich übersetze schnell. Entschuldigung, was kostet ein Einzelzimmer? 114 Zł. Mit Bad natürlich, mit Frühstück leider nicht. Frühstück kostet bei uns 20 Zł. Wo ist der Parking? Der ist vor dem Hotel. Versucht mal bitte die nächsten Dialoge C, D, E und die restlichen Punkte alleine zu machen. Und ich komme jetzt zum Punkt 3 von der Seite 27. Da haben wir im Punkt 3 einige Probleme in dem Hotel. Ich habe für euch erstmal ein paar Begriffe zusammengestellt. Zuerst maskulin, Kaloryfer, Prysznic, Telewizor, Telefon. Kaloryfer jest zepsuty. Prysznic jest zepsuty. Telewizor jest zepsuty. Telefon jest zepsuty. Also die Heizung, die Dusche oder Fernseher oder auch Telefon ist kaputt. In maskulinen Nomen, also Substantiven, hatten wir Endung e, zepsuty beim Adjektiv. Und hier haben wir feminine Nomen und die Endung ist hier a, zepsuta. Lampa, pralka, szafa. Pralka und Schafa findet ihr nicht im Buch. Ich habe das zusätzlich hier ergänzt. Lampa, also die Lampe, Pralka, die Waschmaschine und Schafa, der Schrank. Die sind alle feminin in polnischer Sprache. Wir sagen also, Lampa jest zepsuta. Pralka jest zepsuta. Schafa jest zepsuta.
Es fehlt noch Neutrum, Okno und ich habe noch zusätzlich dazu gegeben Krzesło, Okno, Fenster, Krzesło, Stuhl. Alles Neutrum. Okno jest zepsute. Krzesło jest zepsute. Und hier noch einmal die Zusammenstellung. Prysznic maskulin, Lampa feminin, Okno neutral. Wir schauen auf die Endung bei Adjektiv. Zepsute, kaputt. Prysznic jest zepsuty. Lampa jest zepsuta. Okno jest zepsute. Zepsuty, zepsuta, zepsute. Und hier noch ein paar Begriffe, die uns erläutern, wie etwas nicht funktioniert. Wir können also sagen, es funktioniert nicht, nie funktionuje oder nie działa, was das gleiche bedeutet in Form von es arbeitet nicht, es tut nicht oder jest zepsute, das bedeutet ist kaputt. Oder hier auch am Ende nie ma, also ist nicht da. Nie funktionuje. Nie działa. Jest zepsuty, zepsuta, zepsute. Nie ma. Nie funkcjonuje. Nie działa. Jest zepsuty. Nie ma. Im Punkt 3a haben wir nachfolgende Begriffe: Problem, Lampa, Zepsuty, Zepsuta, Zepsute, funkcjonować, funkcjonować, działać, działać, ogrzewanie. Zimno, telewizor, okno. Bevor wir schauen, wie wir diese alle Probleme im Hotel lösen, erstmal sollen wir vielleicht uns mit den Begriffen bekannt machen. Wir haben hier also Okno, Winda, Niema. Papier toaletowy, ręcznik, ciepły, ciepła, ciepłe, woda. O co chodzi? Brudny, brudna, brudne. Bardzo mi przykro. Przykro, załatwić, załatwić. Przykro bedeutet eigentlich, es tut mir leid. Seite 28 macht ihr bitte selbstständig. Und ich bin jetzt bei der Seite 29, Land und Leute. Und hier habe ich mir das Bildchen vorgeknüpft, denn in dem Wortschatz gibt es keine Übersetzung. Ich übersetze für euch jetzt all die Begriffe, die Übernachtungen auf Polnisch bedeuten. Wir haben hier also alle Möglichkeiten zu übernachten. Was haben wir zuerst auf der rechten Seite, auf dem braunen Balken? Ferie und Vakacje, das sind Ferien. Urlaub und Czasy, das ist Urlaub.
Und jetzt möchte ich all die Möglichkeiten, die von 1 bis 18 hier markiert sind, für euch noch vorlesen. Ich beginne mit 1. Pensionaty, Wille, Pokoje gościnne, Hotele, Domy wczasowe, Apartamenty, Ośrodki wypoczynkowe, domy do wynajęcia, domki letniskowe, sanatoria, wellness i spa, agroturystyka, gościńce, schroniska, kempingi, zamki, pałace, wszystkie. All diese Begriffe sind im Plural. Ich lese wiederholt Punkt 1 bis 8. Pensjonaty, wille, pokoje gościnne, hotele, domy wczasowe, apartamenty, ośrodki wypoczynkowe, domy do wynajęcia. Ab Punkt 10. Domki letniskowe, sanatoria, wellness spa, agroturystyka, gościńce, schroniska, kempingi, zamki, pałace, wszystkie. Wszystkie bedeutet einfach alle. Ich möchte jetzt zur Schrift und Aussprache rüber. Das ist Seite 30. Denk bitte daran, dass ich immer nur Kleinigkeit, einen Aspekt eventuell durchnehme und nicht alles. Das heißt, ihr müsst sehr viel hier selbstständig auch arbeiten. Was ich machen wollte, heute sind Doppellaute, beziehungsweise nennen wir sie lieber Doppelbuchstaben. Das sind dann Dwuznaki. Mit den Doppellauten haben wir schon beim letzten beim letzten Video angefangen. Diese Dwuznaki, das sind Laute, die aus zwei unterschiedlichen Buchstaben bestehen, aber im Prinzip in einem einzigen Laut ausgesprochen werden. Wir haben also hier CH, CZ, DZ, DJ, DJ, RZ und SZ. Die, die wir hier im Kästchen umgerundet haben, also CZ, ZZ und SZ, haben wir im Film 2, im Video 2 durchgenommen. Heute möchte ich also die restlichen durchnehmen. Das ist CH als DZ als Z, DJ als J und DJ als J. Ihr erinnert euch, ich habe euch gesagt, dass wir manche ganz leicht aussprechen, hauchen und manche stimmhaft und hart. Also zu den leichten gehören die, die im Kreis hier zu sehen sind. Das ist die anderen sind stark. Z, z, z. CH wird immer als ausgesprochen. Choinka, Choinka, Choroba, Choroba, Proch, Proch.
Und jetzt z. Falls ihr hier leichte Probleme habt, sprecht erstmal z und dann presst eure Zähne zusammen. Also z, z, z. Wir haben hier zban, zban, dzwon, dzwon, władza, władza. Also noch einmal, wir sprechen nicht zban, sondern z, z. Pressen die Zähne zusammen. Zban, dzwon, władza. Zwei weitere Buchstaben, zuerst D und dann J. Nicht Sch, sondern wir pressen wieder die Zähne zusammen. J. Zusammen ergibt das J. 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 Dźwięk. Dźwięk. Niedźwiedź. Niedźwiedź. Dźwig, dźwig. Ähnlich wie in der deutschen Sprache werden Buchstaben am Ende des Wörters etwas leichter ausgesprochen. Das heißt, bei niedźwiedź sprechen wir nicht niedźwiedź, sondern niedźwiedź, niedźwiedź. Bei dźwig sprechen wir nicht dźwig, sondern dźwig, dźwig. Und am Ende noch d und sch zusammen dsch, dsch, dsch. Gem, gem. Jockey, jockey. Dżdżownica, dżdżownica. Dżdżownica. Brycz, brycz. Brycz am Ende wird leichter ausgesprochen. Also brycz, nicht brycz. Im Teil Grammatik auf Seite 31 möchte ich vor allem Pronomen Jaki und Czyn durchnehmen. Das in Übersetzung ist Jaki, was für einer, und Czy, wessen, von wem. Die Endungen werden je nach Geschlecht gebildet, entsprechend gebildet, also maskulin, jaki, feminin, jaka, neutral, jakie. Jaki pan, jaki telefon, was für ein Herr, was für ein Telefon. Jaka pani, jaka szafa, was für eine Frau, was für ein Schrank. Wie ihr merkt, Schafa ist auf Polnisch feminin. Jakie dziecko, jakie okno, was für ein Kind, was für ein Fenster. Und nun Czy. Also wessen, von wem? Maskulin czyj, feminin czyja, neutral czyje. Czyj klucz, czyja torba, czyje auto. Czyj klucz, wessen Schlüssel, czyja torba, wessen Tasche, czyje auto, wessen Auto. Dazu Beispiele. Jaki telefon? Zielony telefon. Jaka torba?
Czerwona torba. Jakie krzesło? Małe krzesło. Ich wiederhole. Jaki telefon? Zielony. Jaka torba? Czerwona. Jakie krzesło? Małe. Betrachtet bitte die Endungen. Czyj, also wessen oder von wem? Czyj mąż? Od Ewy. Czyja żona? Od Marka. Czyje dziecko? Moje. Czyj mąż? To jest mąż od Ewy. Czyja żona? To jest żona od Marka. Czyje dziecko? To jest moje dziecko. Also mein Kind. Wessen Ehemann? Ehemann von Eva. Wessen Ehefrau? Von Marek. Wessen Kind? Mein Kind. Zu Anfang dieses Kapitels haben wir ein Modalverb kennengelernt. Muss, was wir ja übersetzen können mit können, dürfen, je nachdem. Ich lese. Ja, mogę. Ty możesz. On może. Ona, ono może. My możemy. Wy możecie. Oni mogą. One mogą. Am Ende habe ich noch ein Verb ausgewählt, was wir ja sehr oft nutzen. Das ist Verb haben. Auf Polnisch mieć. Ja, mam. Ty masz. On ma. Ona, ono ma. My mamy. Wy macie. Oni mają. One mają. Mit der dritten Stunde haben wir schon sehr viele Begriffe kennengelernt. Mein methodischer Vorschlag ist, passt euer Tempo selber an. Das heißt, macht euch keinen Stress, nehmt vielleicht nur 2 Seiten im Buch durch und die weiteren erst später. Macht das langsamer, so dass ihr nicht zu sehr gestresst und frustriert seid, dass es so viele Wörter sind und so viele Begriffe, die ihr nicht versteht, und lernt vielleicht nicht alle Begriffe, nur die, die ihr für richtig hält, die für euch von irgendwelcher Wichtigkeit wären. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen.